Hey Kinder! Was geht denn schon wieder bei euch ab? Willkommen zu meinem zweiten Case-Opening. Letztes Mal gab es ja die AWP Hyperbeast. Mal schauen, was es heute gibt. Also mindestens 8 Messer, oder? Bei 7 Ziehungen. Ne, Quatsch, wir machen 10 Ziehungen. Komm, mach 10 draus. Letztes Mal war sicherlich hartes Anfängerglück. Wir werden jetzt einfach mal vom Schlechtesten, also von gar nichts ausgehen. Ja, wir erwarten nichts und werden dann auch nicht enttäuscht. Ich habe so viele Kisten übrigens geschenkt bekommen. Eigentlich alle die ich habe. Ich habe selbst vielleicht 3 erspielt oder sowas. Und ja, die Keys habe ich auch geschenkt bekommen. Unten in der Beschreibung stehen die drin, die genannt werden wollten, sage ich mal. Ich bin hart gespannt. Wir legen los. Was machen wir zuerst auf? Wir haben ganz viele Falchions, die Franzosenkisten. Also machen wir einfach die Franzosenkisten auf. Vielleicht ist so ein Franzos drin, ja? Achso, scheiße, aber da ist ja die Hyperbeast drin. Wenn ich jetzt nochmal eine bekomme, dann werde ich aber schön wegschmeißen, ist klar. Öffnen wir diese Kiste right now. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Irgendwas Saugutes. Gott, das ist so gut. Mit Stat-Tracker? Oh mein Gott, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Oh mein Gott! Ich finde Stat-Tracker-Waffen ultra cool, jedoch sicherlich auch, oder? Ja, noch eine, mit der ich die Stats tracken kann. Ich bin nur noch Pump. Jeder nennt mich jetzt Pump-Dreck-Bock und so, aber es wäre völlig egal. Schrottwind! Da kann die nächste Ziehung direkt losgehen. Okay, los geht's. Komm, irgendwas Gutes. Jetzt kann ich auch halten. Okay, okay, eine Stat-Tracker-Pistol. Okay, ich habe schon eine Glock, die Stat-Trackt. Und zwar die Klicke, die Klick-Klick. Aber die Bunsen-Burner, die Bunsenbrenner-Waffen sind natürlich sehr, sehr edel. Guck mal, hier die Farbe und so ist schon, als wenn da eben eine Flamme drauf wäre, nicht wahr? So wie die Jugendlichen, die auf ihre Autos oder Roller oder Bobbycars diese Sachen draufmalen. Gut, ich bin... Bitte bin ich zufrieden. Aber ich hätte schon gerne eine richtig dicke Waffe. Also irgendwas Schweres, was ich nicht heben kann. Hua! Köche, 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 Köche! Na? Mal gut! Sieht schick aus, oder? Sieht schick aus. Immerhin was Lilanes. Es sieht schon richtig schick aus. Endlich habe ich mal eine schöne SG 553. Habe ich mir schon immer gewünscht. Früher als Einjähriger schon. Ich wollte sprechen können, fliegen können und eine schöne SG 553 haben. So wie es eben jeder Einjährige träumt. Bis jetzt eine ganz gute Ausbeute, oder? Naja, ich meine, es geht. Die Stat-Tracker-Waffen sind halt cool. Die Glock habe ich halt schon. Also ich meine, egal, ich will ja auch was haben, was ich an euch wiederum verschenken kann. Also nicht vergive-awayen. Ich mache doch ein Give-Away. 3 Franzose-Kiste Schlüssel habe ich noch am Start, immer so. Will, ja. Okay, komm schon! Ich möchte jetzt, was will ich haben? Das Messer. Okay, sieht die Kacke aus. Ja. Habe ich schon eine USP? Ich weiß es nicht. Guck mal, wie schlecht man das erkennen kann. Was ist denn da mit der Grafik bitte schön los, hä? Sag mal, habe ich irgendwie meine Grafikeinstellung auf Hurensohn gestellt? Was ist da los? Weiter geht's, ja. Es sind immerhin noch 6 Kisten, die ich öffnen werde. Und da ist natürlich, sind einige Messer noch drin. Also mindestens 8 Stück. Franzosen, wo seid ihr? Wo ist denn die Kiste? Seid ihr bereit, Kinders? Ich mache jetzt die nächste Kiste auf. Das wird ein Spaß, der sich gewaschen hat. Ja, komm schon! Es ist halt auch immer das Gleiche. Es ist so blöd, die verkackten Kisten. Oh, oh ja, hoffentlich habe ich nochmal die USP. Oh ja, ich hab sie. Das ist wirklich lächerlich. Das ist also. Ich meine, ist die wenigstens 500 Euro wert? Ich meine, dann wäre es nicht so tragisch, ne? Ach komm, die letzte Franzosenkiste wird nun geöffnet. Oh Gott, habe ich noch eine? Schade, die ersten 3 waren so gut und dann kommt hier so eine Scheiße, so eine angekackte Kacke. Ich bin desillusioniert schon, Leute. Na, es ist, guck dir das an, das ist ja wohl wirklich die totale Abkacke hier, also, Stat-Track, oh mein, ich habe aber schon eine UMP-45 mit Stat-Track, Mann, die kannst du einpacken. Ist die schöner als meine andere? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Bescheid. Na gut, ich möchte diese Waffe nicht haben. Mir mache jetzt, egal, weiter hier, Chroma 2, bumm. Nee, die AK ist scheiße, ich habe doch die Redline, die habe ich schon. Die Negev habe ich, glaube ich, auch schon. Also ich finde, ja, die Mac 7 sieht ganz gut aus, Mac 10 und M4A1 natürlich richtig fett. Das hier ist einfach nur ein goldenes Fragezeichen, ultra gay, 5.7, naja, was soll man dazu noch sagen, ne? Monkey Business, also wer die haben will, ist natürlich ein Affe. Komm schon! Oh mein Gott, okay, immerhin eine schöne Galil. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Grün ist nämlich meine Lieblingsfarbe. Und ja, läuft. Oder? Läuft, geht so ein bisschen. Komm. Mensch, hey, komm. Ich würde sehr gerne diese E-Sports-Winterkiste öffnen, die ich bekommen, geschenkt bekommen habe. Ich beginne einfach mal mit dem Spaß. Seid ihr bereit? Okay, 3, 2, 1. E-Sport-Winter-Case, voll der coole Kram. Naja, geht. Die Farmer sieht ganz schick aus, aber... Oh, ohne Nova. Ja, geil. Ich bin ein richtiger Nova-Sammler, wesh. Ganze Bitch!
Ach, so eine Nova ist schon was Tolles, oder? Hör ich oft auf der Arbeit, die Kollegen. Mensch, so eine Nova hätte ich schon gern. Da will ich mein Auto vergeben. Naja, ich bin jetzt eher negativ zufrieden. Aber ich bin immerhin so ein goldener Ding. Adlerkopf. Das kann ich nicht jedem sagen, sowas. Das ist sowas Bicht. Drei. So, aber wir gucken kurz, was es gibt. AWP Asimov, naja. Guck mal, schon wieder eine Nova. Wollt ihr mich verarschen? Nimm die scheiß Nova da raus, ey. Mann. Wenn ich die Nova jetzt auch noch bekomme, raste ich aus. Ich zerbeiß irgendwas. Okay, also ich nehme einfach das goldene Ding und dann ist gut. Ich komme, ich klicke einmal rein, das bringt Glück. Na gut. Stat-Tracker Waffe! Stat-Track Farmers. Ultra cool. Kurze Frage an euch. Zählen die Stat-Tracker Waffen eigentlich nur im Matchmaking oder auch in allen anderen Spielmodi? Antworte bitte auf diese schwere Frage. Breakout, die letzte Kiste, die wir jetzt in diesem Case-Opening öffnen werden. Wir machen nochmal einen Trommelwirbel, do. Okay, es geht los. Seid ihr bereit? Ich bin sowas von bereit. Oh mein Gott, die Glock 18 Water Element. Hätte ich gern. Die M4 hätte ich auch gern. Asimov, also das gefällt mir gar nicht, dieser Asimov-Kram. Das sieht doch nicht schön aus. Na komm. Ich nehme halt auch das Butterfly Knife. Ah. Ja. Ja. Also wenn die nicht schön ist, ja, dann weiß ich auch nicht, Kinder. Stat Track P250 Supernova. Die ist ja richtig schick. Oh mein Gott, ist die geil. Wirklich. Also, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr cool. Kannst du lassen? Na gut. Ja, was sagt ihr über diese Ausbeute für mein zweites Opening? Ist schon mal nicht schlecht, oder? So zwei, mit Farben bin ich nicht so. Helllila und hier zwei dunkellila oder sowas. Ist das pink? Ist das rosa? Nee, das ist pink, ne? Pink ist das. Das ist lila. Das ist blau. Also, das ist blau. Also, vielen Dank fürs Zusehen, ja? Drückt mir den Daumen für das nächste Case Opening. Das kommt jetzt deutlich früher. Und, na gut, ich sag's mal so, ne? Schönen Tag noch euch. Ciao. Und gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das war's. Ciao.